Hallo und herzlich willkommen zu meinem Adventskalender mit vielen Karten und Verpackungen, die sich super kombinieren lassen und viele Geschenkideen, die damit schön verpackt verschenkt werden können. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute zeige ich euch passend zu der Verpackung, die ihr letztes Mal gesehen habt, eine schöne Karte. Und zwar zeige ich euch nochmal ganz kurz die Verpackung. Also das war die Verpackung mit den schönen Elfen, die wir gemacht haben. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben rechts. Und wenn man die aufmacht, hat man hier Platz für ein Geschenk. Das kann man hier reinbringen. Zum Beispiel eine Krawatte oder alles Mögliche. Ich habe da zwei Schleifenbänder reingepackt. Und ihr habt hier quasi eine Verpackung, wo ihr entweder hier die Verpackung gleich mit integrierter Karte nutzen könnt und hier was draufschreibt. Oder ihr lasst es so, weil es einfach sehr schön aussieht und bastelt dazu eine separate Karte. Und wie die funktioniert, die zeige ich euch jetzt. Auch hier ist der Wichtel natürlich wieder vertreten, beziehungsweise der Elf. Ich sage immer Wichtel, aber das ist ja eigentlich ein Weihnachtself. Und die Sprüche sind auch gleich und deswegen passt es auch super zusammen. Und auch vom Farbkonzept bleiben wir natürlich im gleichen Bereich. Okay, dann legen wir jetzt einfach mal los und starten. An Material habe ich heute wieder Pfauengrün, Aquamarin und Vanille pur. Die Bestellnummern, wie immer, halte ich euch kurz ins Bild. Und ich habe die Maße einmal Pfauengrün, einmal eine Grundkarte in 21 x 14 cm, das ist auch schon gefalzt bei 10,5 cm, ein Stück Vanille pur in 13,5 x 10 cm, ein Reststück in Aquamarin, das braucht man zum Stanzen. Einmal habe ich mir aus Pfauengrün schon mal den großen Stern ausgestanzt, aber wie gesagt, wir stanzen auch gleich einen kleineren. Und wir brauchen noch ein Reststück Vanille pur und da habe ich hinten drauf schon mal die Klebematte gemacht, weil wir hier ganz, ganz feine Teile aufkleben und da ist es einfach praktisch, wenn hinten die Klebematte schon drauf ist. Die gibt es jetzt im Moment nicht mehr bei Stampin' Up, aber ich kann euch das in der Infobox verlinken, die gibt es trotzdem noch. Okay, und dann legen wir jetzt gleich mal los. Am besten, wir fangen an mit Stanzen. Legen wir das mal kurz auf die Seite und holen wir mal die Stanzmaschine ins Bild. Ich arbeite mit den bestickten Sternen. Ich finde die einfach total schön und habe mir da auch schon einiges jetzt rausgenommen. Einmal habe ich mir den größten Stern bereits ausgestanzt. Das ist dieser hier in Pfauengrün. Den zweitgrößten Stern stanze ich mir jetzt aus in Aquamarin. Und in Vanille pur habe ich mir jetzt den größten Stern, den drittgrößten Stern mit diesen feinen Ausschnitten. Und den kleinen Stern mit den feinen Ausschnitten und diesen Swirl. Und das stanze ich mir jetzt alles mal aus. Und den kleinen Stern braucht man dreimal und den Swirl braucht man zweimal. Ruhig zweimal durchkurbeln, damit sich die feinen Teile schön lösen. Und wir haben hier hinten auch noch die Klebefolie drauf, damit es dann gut weggeht. So, und die ganzen Teile, die löse ich mir jetzt einfach mit der Bürste und mit einem Piekser aus den Formen raus. Die gehen also echt super raus. Und habe hier dann so richtig schöne ausgestanzte Sterne. So, dann geht es schon an Stempeln. Ich nehme mir das Stempelset Weihnachtself, das ist so schön. Und da habe ich mir einmal diesen tollen Weihnachtswerkstattstempel, die kleinen Sterne und den Spruch rausgenommen und auch den Weihnachtsgruß brauchen wir gleich noch. Und stempeln tue ich das Ganze mit Memento und mit Pfauengrün als Farbe. Und dann nehme ich jetzt mein Vanille pur Stück und fange jetzt einfach mal an mit dem Innenteil. Erstmal stempel ich meinen kleinen Elf auf. Und dann versuche ich den Spruch einigermaßen gerade hinzukriegen. Naja, ist schon relativ schief geworden. Aber gut, dann müsst ihr jetzt durch. Dann lege ich mir ein Schmierpapier unten rein. Nehme mir das Pfauengrün und die Sterne und verteile die noch so ein bisschen kreuz und quer. Ihr könntet die auch einmal vorher abstempeln, dann ist es nicht ganz so dunkel. Also einfach auf dem Schmierpapier abstempeln oder so.
Also hier seht ihr, habe ich es einmal abgestempelt vorher. Und hier zum Vergleich, es ist schon ein bisschen dunkles Braungrün, aber ich finde, das ist auch sehr schön. Und dann habe ich vorne auf meiner Karte auch noch die Sterne in den Hintergrund gestempelt. Das machen wir jetzt auch gleich. Hier mache ich einfach so ein bisschen Diagonale von der oberen Ecke in die untere Ecke, wie so eine kleine Milchstraße. Und auch hier drehe ich die Stempel immer wieder ein bisschen. Dann habt ihr hier so ein schönes Muster, das da entsteht. Und dann sieht das Ganze schon mal ganz süß aus. Und dann haben wir noch den Weihnachtsgruß, den Spruch. Da brauche ich nochmal ein Stück von meinem Aquamarin. Und den Spruch, wo ist der? Der ist noch verpackt. Den stempel ich auf mit Memento. Und ihr seht schon, ich habe den jetzt ein bisschen weiter nach rechts gestempelt. Wir stanzen uns den jetzt gleich aus mit der Stanze Klassisches Etikett. Und ich stempel mir den auch so aus. Wobei, das muss eigentlich gar nicht unbedingt sein. Ich kann den auch schön in die Mitte machen. Ich habe den nämlich hier, seht ihr, ziemlich weit nach rechts gemacht, aber ich finde das eigentlich ganz schön. Ich würde den gerne in der Mitte haben. Also das Ganze nochmal. Mit Memento aufstempeln. Und dann schön mittig ausstanzen mit dem klassischen Etikett. So. Und schon steht die ganze Deko. Ich habe ein bisschen auf und wir sehen uns gleich wieder. Als nächstes wird noch koloriert und dazu benutze ich jetzt einfach die Farben, die ich so da habe. Ich habe jetzt hier einmal Osterglocke in hell und dunkel, das sind die zwei gelben. Als Hautfarbe nehme ich Blütenrosa dunkel. Dann habe ich für die Schuhe den Marker Elfenbein und Bronze, diese beiden. Und für die Mütze und das Gewand von dem kleinen Elf nehme ich jetzt hier noch das Hellbermuda-Blau und Aquamarin. Dunkel Aquamarin, genau. Und mit denen koloriere ich das jetzt einfach aus und da zoome ich euch ein bisschen näher hin, dass ihr das besser sehen könnt. Und ich habe es euch im letzten Video auch schon gezeigt, wie man das so schön machen kann, dass man da so schöne Farbverläufe hat. Ich zeige euch das jetzt einfach nochmal mit dem Aquamarin. Fange ich jetzt hier mit der Mütze an. Und gehe dann mit dem Bermuda-Blau mit dem Dunklen an der Seite so rüber, wo ich es ein bisschen dunkler haben will. Dann nehme ich nochmal die hellere Farbe und vermische mir das hier so richtig schön ineinander. Und schon habt ihr einen richtig schönen Farbverlauf. Kommt der rüber im Video, der echt schön ist. Und man kann den noch ein bisschen stärker machen, wenn man jetzt nochmal mit dem Dunklen drüber geht, aber ich finde, das schaut richtig schön aus so. Und was ihr damit auch machen könnt, ihr könnt natürlich auch mit einer einzelnen Farbe Farbverläufe machen. Das mache ich jetzt mal hier bei der Weste. Ich koloriere das erstmal in der einen Farbe aus und jetzt gehe ich an den Stellen, wo ich es dunkler haben will, einfach öfter drüber. Die Farbe vermischt sich so richtig schön ineinander. Wenn man ein paar Mal drüber geht, sieht man das jetzt auch ganz schön. Ich hoffe, es kommt in der Kamera auch so raus, dass man hier oben eben den helleren Bereich hat. Hier oben ist so der hellere Bereich und da unten ist so ein bisschen dunkler. Und das ist eben das ganz Besondere an diesen tollen Markern, dass man da richtig schöne Farbverläufe machen kann. Und das auch, wenn man kein Kolorationsprofi ist, so wie ich. Also ich kann das sogar auch. Obwohl ich da immer nicht so... Ich habe mich da immer nicht hingetraut, weil ich gedacht habe, das kann ich eh nicht, aber ich kriege es hin mit denen. Also ich finde die wirklich super. Okay, und ich male mich jetzt da hier durch meine ganze Farbpalette durch und dann sehen wir uns gleich wieder. Wichtig ist, dass ihr die Farben nach dem Benutzen richtig gut verschließt, weil das eben so Alkoholmarker sind, die dann austrocknen können, wenn sie nicht gescheit verschlossen sind. Ja, und man kann zwischendurch auch gerne mal das Fenster aufmachen, weil
Die riechen schon. Okay, und dann bauen wir schon alles zusammen. Also es ist wirklich eine. Ich finde die Karte einfach süß. Ich finde die süß und ich freue mich. Und ich mache jetzt sofort gleich meinen Innenteil hier in meine Karte rein. Mit Flüssigkleber. Ich muss mal schauen, ob ich euch nicht rauszoomen muss, oder? Geht das so? Ich zoome euch gleich ein bisschen raus. Und dann habe ich auf meiner Innenseite hier auch schon ein paar von den kleinen Sternen verteilt. Also einmal diesen, den zweitgrößten, den wir uns jetzt ausgestanzt haben. Da ist ja jetzt eben hinten drauf diese Klebefolie, die muss ich jetzt runterkriegen. Und das ist jetzt einfach Ton in Ton da drauf. Also das finde ich auch ganz schön, dass das jetzt so nicht mehr so extrem raussticht, weil man hat ja die blauen Sterne im Hintergrund und so finde ich das ganz hübsch. Und ich habe jetzt auf die Innenseite auch noch ein paar Strasssteine gemacht. Hier ist mal die Bestellnummer. Ich muss aber eine andere Packung nehmen. Ich habe gar nicht mehr so viele. Da habe ich einfach drei Stück auch noch so ein bisschen da verteilt. Und schon ist die Innenseite fertig. Wer jetzt mag, kann gerne noch ein bisschen von dem Wink auf Stella nehmen. Und vielleicht hier die Zipfelmütze, da diesen weißeren Bereich und hier die Strumpfhose. Und alles noch so ein bisschen mit feinem Glitzer beglittern. Das macht sich einfach total schön. Und dann kommen wir schon zur Deko auf der Außenseite. Da bringe ich jetzt erstmal meine großen Sterne auf. Und das mache ich mit den Abstandsklebern. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. So. Und hier wollte ich das eben auch so Ton in Ton haben, dass man den Stern zwar sieht, aber dass er nicht so total hervorsticht, der Pfauengrüne. Dann klebe ich erstmal die beiden Sterne aufeinander. Und dann klebe ich hier den großen Stern so auf, dass er hier an der Seite nicht übersteht, aber dass man noch möglichst viel von dem Gestempelten sieht. So. Und dann kommen auch schon die ganzen anderen Sterne einfach außen rum. Wieder die Klebefolie abziehen und dann hier schön verteilen. Unseren Weihnachtsgruß haben wir noch. Den klebe ich einfach mit Flüssigkleber auf. Ein paar Glitzersteine haben wir auch verteilt und dann kommen noch ein paar ganz kleine Funkelsteinchen. Die machen wir auch gleich, aber erst noch die Glitzis. Ich finde, man könnte sogar nur mit Glitzis machen. Das schaut jetzt auch sehr edel aus. Also ihr könntet die Karte jetzt schon so lassen. Ich halte sie euch mal nah hin. Ihr seht, hier ist einfach noch ein bisschen mehr Funkel unterwegs. Hier glitzert es auch, aber nicht so stark. Ich finde die so auch sehr, sehr schön. Was ich aber jetzt hier gemacht habe, sind diese kleinen Schneeflocken. Schneeflöckchen-Paletten. Da sind Schneeflocken drin und ganz viele andere kleine süße Glitzerteilchen. Und die bringe ich jetzt auch noch über das Papier an. Ihr könnt es machen mit dem Präzisionskleber oder mit dem Mehrzweckflüssigkleber. Sind gerade beide nicht bestellbar. Ich weiß, aber ich habe die jetzt einfach und nehme die auch dafür her. Ja, vielleicht habt ihr noch einen anderen Flüssigkleber oder ihr habt die auch zu Hause, dann könnt ihr das natürlich nehmen. Und die verteile ich jetzt auch noch ein bisschen so. Mach mir einfach ein paar Punkte drauf.
und den Präzisionskleber immer gleich wieder verschließen. Der hat so eine ganz, ganz feine Spitze vorne. Und was ich dann immer mache, ich nehme mir einfach ein paar von diesen Glitterteilen auf die Handfläche. Dann kann ich sie mir irgendwie besser nehmen. Ich zoome euch jetzt nochmal ein bisschen ran, damit ihr das auch gut sehen könnt. Und dann verteile ich mir einfach meine kleinen Glitzis und die kleinen Schneeflocken, die immer ganz gerne wegspringen, aber die total süß sind hier. Die bringe ich jetzt einfach noch hier auf die Karte an. Es sind auch so ganz kleine Sternchen drin, also die sind wirklich total süß. Bevor ihr die in ein Kuvert tut, die Karte, müsst ihr die ein bisschen trocknen lassen, damit einfach diese kleinen Funkelsterne sich ganz gut ankleben. Und was sagt ihr? Wir sind schon fertig mit der Karte. Wer jetzt möchte und noch ein bisschen mehr Glitzer braucht, kann natürlich auch den Wink of Stella nehmen und hier noch ein bisschen verteilen. Ich mache es jetzt nicht, ich habe es auf der Karte gemacht. Ich zeige euch das mal, vielleicht seht ihr den Wink of Stella auch, weil es so ein ganz kleiner, feiner Glitzerpinselstift ist. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht, aber wenn man die Karte bekommt, dann ist das noch ein funkelndes Highlight. Genau, also hier ist meine Idee zu der Verpackung. Innen mit dem super süßen kleinen Elf. Und außen mit Sternen schön dekoriert. Bisschen Ton in Ton, ich finde es elegant und schlicht. Und passend dazu ist natürlich die Verpackung, die man ganz gerne dazu schenken kann. Jetzt noch einen ganz kurzen Einblender, was man auch noch dazu machen könnte als drittes Geschenk. Aber ich zeige euch diese Anleitung nicht. Ist ein Schokoladenaufzug bzw. ein Geschenkeaufzug, den man hier so rausnimmt. Und dann ist da, hier ist jetzt ein Pflegebad und so ein kleiner süßer Block drinnen. Also man kann das auch ganz schön als Aufzug gestalten und kann dann hier vorne auch eine Karte unterbringen. Also das würde natürlich auch sehr gut zusammenpassen und sehr gut harmonieren von den Farben und so ist das jetzt auch eine Verpackung, die man dazu gestalten könnte. Ich habe euch auch schon mal ein Video zu so einem Aufzug gemacht, das verlinke ich euch jetzt mal hier oben und ihr müsst es einfach umrechnen auf das, was ihr habt, auf das, was ihr verpacken wollt. Deswegen zeige ich euch das jetzt nur so am Rande als weitere Idee, ganz am Ende vom Video. Würde natürlich auch super gut zusammenpassen. Und man kann einfach jede Karte mit jeder Verpackung kombinieren, wenn man die Farben wieder aufnimmt oder auch die Motive, die da drin sind und drauf sind. Und dann passt es wieder. Also hier ist die Karte, wie gesagt, vorne integriert, auch mit dem kleinen Zwergchen, mit dem kleinen Elfen und passt natürlich dann da auch wieder super dazu. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Aber wie gesagt, das ist jetzt die einzige Verpackung, wo ich kein Video dazu explizit jetzt aufnehme, sondern guckt euch das Video da oben an, da könnt ihr euch dann das Prinzip von so einem Aufzug anschauen und könnt euch das dann umrechnen auf das, was ihr verpacken wollt, weil da kommt es ja natürlich auch auf die Höhe drauf an. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss!